Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Auch wenn Digimon World vieles richtig gemacht hat, man kann dem Spiel eines vorwerfen. In Deutschland wurde es mit falschem Marketing vertrieben. Auf dem Frontcover sind die typischen Digimon aus dem Digimon Adventure Anime abgebildet. Allerdings ist Gomamon in Digimon World nicht enthalten. So sieht übrigens das japanische Originalcover aus. Offensichtlich sollte die Verbindung zum Anime den Verkauf des Spiels beflügeln. Jetzt gibt's Ärger, denn auf der Rückseite wird es noch härter. Dort steht, dass sich über 150 Digimon auf der Insel befinden und man so viele wie möglich schnappen soll. Und dass man gefangene Exemplare mit Freunden tauschen soll? Na, kommt euch das bekannt vor? Digimon kann man weder tauschen noch schnappen. Und Devimon wird fälschlicherweise als Bösewicht beschrieben. Das stimmt so nicht. Es hilft dem Spieler, indem es Items verkauft. Digimon World, das ultimative Sammelabenteuer zur TV-Serie. Nein. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Was bekommt man in der zweiten Generation von Pokémon, wenn man in der Lotterie gewinnt? In Dukatia City kann man jeden Freitag im Radioturm an der sogenannten ID-Lotterie teilnehmen. Bei diesem Gewinnspiel wird eine zufallsgenerierte Zahl erzeugt und mit den Original-Trainer-IDs aller Pokémon im Team und der derzeit aktivierten Box des Pokémon-Lagerungssystems verglichen. Bei Übereinstimmung von Ziffern gibt es festgelegte Preise. Dabei ist zu beachten, dass die Ziffern immer von rechts nach links verglichen werden. Stimmt bereits die erste rechte Ziffer nicht überein, werden die Ziffern, die weiter links stehen, vollkommen ignoriert. Und das könnt ihr gewinnen. Stimmt nur eine Ziffer überein oder gar keine, bekommt man nichts. Stimmen zwei Ziffern überein, gibt es ein AP+. Bei drei oder vier übereinstimmenden Ziffern erhält man den EP-Teiler. Und wenn alle fünf Ziffern übereinstimmen, bekommt man einen Meisterball. Tja, dann versucht mal euer Glück. Glücksspiel kann süchtig machen. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Was hat Nintendo eigentlich mit Delfinen zu tun? Eigentlich nichts, aber eigentlich doch. Ich erklär's euch. Im Jahre 1999 wurde klar, dass die Nintendo 64 einen Nachfolger erhalten würde. Die neue Konsole wurde damals mit dem Codenamen Dolphin angekündigt. Später wurde die Konsole offiziell bekannt als die Nintendo GameCube. Auch wenn die Spielekonsole jetzt einen richtigen Namen hatte, die Bezeichnung Dolphin sollte nicht gänzlich von der Bildfläche verschwinden. Denn jede GameCube-Konsole hat auf der Unterseite die Modellbezeichnung Doll stehen, ein Überbleibsel des damaligen Codenamens. Auch Zubehörteile wie Controller, Adapter oder andere Revisionen der GameCube haben weiterhin das Doll als Bezeichnung. In einem Videospiel wurde der Name ebenfalls verewigt. In der Spielereihe Pikmin trägt das Raumschiff des Protagonisten Olimar den Namen Dolphin. Nintendo liebt wohl Delfine und ich Tintenfische. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Dieses Spiel war unnormal schwer. Obwohl das König der Löwen-Spiel impliziert, dass es ein Spiel für Kinder ist und daher leicht sein müsste, so war es dem wenigsten möglich, das Spiel durchzuspielen. Meist verzweifelten Spieler an dem zweiten Level mit den Affen. Und selbst wenn man das schafft, wird das Spiel nicht leichter. Aber warum war das Spiel so schwer? Creative Director des Spiels, Louis Castle, gab in einem Interview bekannt, dass Disney eine Recherche betrieb. Als man damals Spiele in der Videothek ausleihen konnte, fanden sie heraus, dass ausgeliehene Spiele oft an den Kunden nicht verkauft werden konnten, wenn es zu leicht war, viele Fortschritte zu machen. Mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad wollte man dies verhindern und den Verkauf ankurbeln. Übrigens, sogar der ehemalige Lead-Artist entschuldigte sich in einem Reddit-Post für das Level mit den Affen. Na, was sagt ihr? Entschuldigung angenommen? An der Stelle möchte ich mich wieder ganz herzlich bei den Kanalmitgliedern bedanken. Das sind Zuli, Lowiki97 und Evolite. Vielen Dank an euch. Auch du, der sich gerade dieses Video anschaut, kannst gerne Kanalmitglied werden und würdest damit meinen Content und meinen Kanal unterstützen. Vielen Dank. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Ihr dachtet, nur Videospiele können Easter Eggs haben? Falsch gedacht. Auch Spielkonsolen haben so einige Überraschungen für euch parat. Die PlayStation 2 hat ein kleines Logo an der Front. Wusstet ihr, dass man das Logo drehen kann? Vermutlich die wenigsten. Das Logo ist drehbar, damit es immer ausgerichtet werden kann, je nachdem, ob man die Konsole horizontal oder vertikal stehen hat. Die Xbox hat auch was für euch. Kopiert man bei der ersten Xbox-Konsole den Soundtrack einer CD und benennt diesen zu Timmy mit 26Y und einem Ausrufezeichen, ist der erste Schritt zum Easter Egg getan. Wechselt man nach dem Kopiervorgang in die Einstellungen und ruft die Systeminformationen auf, werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die am Xbox-Dashboard mitgearbeitet haben.
Und der Nintendo 3DS hält ebenfalls ein kleines Feature am Hauptmenü parat. Wählt man eine App aus und pustet in das Mikrofon, dreht sich das entsprechende Logo. Man muss sich auch mal über die kleinen Dinge freuen. That's what she said. Wusstet ihr, dass die PlayStation 1 Spielstände wiederherstellen kann? Löscht man aus Versehen einen Spielstand von seiner Memory Card, kann man diesen wiederherstellen, indem man mehrmals die Schultertasten des Controllers drückt. Dieses geheime Feature ist nicht im Handbuch der Konsole dokumentiert. Der Sound vom Startup-Screen der GameCube lässt sich durch das Halten des Z-Knopfs ändern. Es gibt sogar noch einen weiteren Sound, wenn man vier Controller anschließt und auf allen gleichzeitig den Z-Knopf gedrückt hält. Probiert's gern mal aus. Wusstet ihr, dass der Startup-Screen der PlayStation 2 eine Bedeutung hat und sich dynamisch ändert? Jeder dieser Türme repräsentiert den Spielstand eines Spiels, das auf der Memory Card gespeichert ist. Je mehr Spielstände vorhanden sind, desto mehr Türme erscheinen. Und je höher ein Turm ist, desto länger wurde das Spiel gespielt. Wenn man keine Memory Card in der Konsole hat, gibt es keine Türme. In der Nintendo Switch schlummert das NES-Spiel Golf. Das ist eine Ehrung an den früheren Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata, der das Spiel damals programmierte. Es gibt jedoch Voraussetzungen, um es spielen zu können. Die Firmware der Konsole muss unter der Version 4.0 sein und das Datum auf den 11. Juli eingestellt werden, was gleichzeitig der Todestag von Iwata ist. Im Hauptmenü macht man mit zwei Joy-Cons die Geste von Satoru Iwata nach, für die er bekannt war. Nach einiger Zeit öffnet sich Golf und kann es spielen. Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Obwohl The Legend of Zelda The Wind Waker ein echter Klassiker ist, wurde dieses Spiel ursprünglich nicht gut aufgenommen. Und es ist offensichtlich wieso. Die Grafik hat einen Cell-Shading-Look, welcher das Spiel cartoonmäßig aussehen lässt. Sogar während der Entwicklung hatte Director des Spiels Eiji Aonuma die Entscheidung mit der Cartoon-Grafik vor Producer Shigeru Miyamoto eine Zeit lang geheim gehalten, weil er befürchtete, dass selbst Miyamoto die Cell-Shading-Grafik nicht mögen würde. Auffällig ist, dass in Nordamerika der Grafikstil von vielen Fans stark kritisiert wurde, da man sich ein optisch realistisches Spiel erhofft hatte. Ursprünglich war sogar ein The Legend of Zelda The Wind Waker 2 für den GameCube geplant, was jedoch aufgrund der lauten Kritik an der Grafik verworfen wurde. Stattdessen wurde The Legend of Zelda Twilight Princess entwickelt. Was wir vielleicht nie bekommen hätten, hätte es nicht die Grafikkritiker gegeben. Spielefakten, hast du das schon gewusst? Glaubt ihr mir, wenn ich euch sage, dass Nintendo ein Spiel für Windows-PCs entwickelt hat? Wie bekannt ist, ist Pikmin ein Spiel, das damals exklusiv für den Nintendo GameCube erschien. Legt man aber die Disk in einen PC ein, findet man darauf eine ausführbare Windows-Datei, um das Spiel auf dem PC zu starten. Mit ein paar Tricks bekommt man das Spiel tatsächlich auf jedem modernen Computer zum Laufen und ist mit der Tastatur spielbar. Es kommt jedoch mit ein paar Schwierigkeiten einher, die Grafik wird fehlerhaft dargestellt und die Debug-Tools stören beim Spielen. Deshalb ist es ratsam, das Spiel auf dem GameCube oder der Nintendo Switch zu spielen. Noch ein kleiner Funfact zum Schluss. Im Super Mario Bros. Film ist ein Pikmin versteckt. Man sieht es kurz in einer Szene an der Ecke. Habt ihr es beim Anschauen des Films entdeckt? Spielefakten. Hast du das schon gewusst? Diesen Song hätte man lieber sein lassen sollen. Mit der zweiten Neuauflage der Resident Evil Director's Cut Edition mit DualShock Support wollte Capcom dem Spiel auch noch einen neuen Soundtrack spendieren. Aus irgendeinem Grund entstand dieses grauenvolle Produkt. Die Fans nennen diesen Song liebevoll Clowns Farting in the Basement. Mamoru Samuragochi war für den Soundtrack verantwortlich, der selbst von sich behauptete, dass er taub ist und dadurch später als Japans Beethoven bekannt wurde. 2014 gestand er, dass die Taubheit gelogen war und dass Takashi Nigaki jahrelang als Ghostwriter die Musik für ihn komponierte. Warum aber dieser Song so auffällig schlecht ist, darüber gibt es einige Theorien. Eine davon ist, dass von der MIDI-Musikdatei die Instrumente vertauscht wurden. Der YouTube-User Agent Red Jackal überprüfte die Theorie und wechselte die Instrumente aus. Klingt schon ganz anders, nicht?